Ja, danke. Ich habe mich hier irgendwie immer mit 3:2 durch die Runden gemogelt. Mache dafür jetzt einen Text, in dem mein Neffe nicht schon vorkommt. Das ist ein Text, in dem ich zwei Dinge miteinander kombiniere, in denen Menschenrechtsverletzungen gang und gäbe sind. Und das eine ist Krieg und das andere ist Germany's Next Topmodel. Und der Text heißt Krieg und Spiele. Was mir im Privatfernsehen ja immer zu kurz kam, waren junge Mädchen in Bikinis, die ich schamlos angaffen kann. Doch Gott sei Dank habe ich nun Germany's Next Topmodel für mich entdeckt. Eine tolle Sendung. Wir brauchen in Deutschland unbedingt mehr Topmodels. Ein Berufsstand, der unabdingbar für das soziale Gefüge ist. Wer braucht Altenpfleger und Erzieher, wenn er Topmodels haben kann? Außerdem tut es einfach mal gut, den ganzen Stress um Frauenquote und Gleichberechtigung beiseite zu schieben und Frauen endlich mal wieder nur auf ihr Äußeres zu reduzieren. Was mir im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja immer zu kurz kam, waren Preisverleihungen zu wichtigen Themen. Natürlich, Echo, Goldene Kamera und der Deutsche Fernsehpreis sind sehr spannende Veranstaltungen für das deutsche Kulturgut. Ebenso deutsches Kulturgut ist es, Waffen zu exportieren, damit anderswo auf der Welt Konflikte möglichst wirksam ausgetragen werden. Deswegen wünsche ich mir, dass Barbara Schöneberger in Zukunft den Goldenen Panzer moderiert. Eine Auszeichnung für besonders gelungene Kriege. Ich stelle mir das so vor. Auf ProSieben präsentiert Heidi Klum die erste Challenge für die Mädchen. Sie müssen sich mit einer rostigen Kette an einem Hubschrauber befestigen lassen, um ein atemberaubendes Shooting in luftiger Höhe durchzuführen. Eine alltägliche Aufgabe im Topmodel-Business, wie Heidi erklärt. Außerdem würden die Mädels so an ihre Grenzen gebracht werden. Leider fliegt der Helikopter ein bisschen zu tief, sodass sich eines der armen Mädchen ihren schönen Kopf heftig an einer Straßenlaterne stößt. Hurra, jubelt Heidi. Das ist mir auch schon oft passiert. Im ZDF wird die erste Auszeichnung des Abends verliehen. In der Kategorie größte Enttäuschung der letzten 100 Jahre geht der Kalte Krieg als traurigstrahlender Sieger hervor. Begründung der Jury: Der Spannungsbogen wurde mehrmals überdehnt. Mauerbau und Kuba-Krise hätten schöne Ansätze gehabt, aber so richtig zu Ende gedacht hat das Ganze halt niemand. 137 Mauertote zwischen den Jahren 61 und 89. Das macht 4 Tote pro Jahr. Da ist jede Grippewelle ergiebiger. Bei den Topmodels heißt die große Enttäuschung Natascha. Natascha hat einen Nervenzusammenbruch, was eigentlich alle ganz geil finden, weil die Kameras nah dran sind, als das 16-jährige Mädchen in Tränen ausbricht. Vorher hat sie sich geweigert, eine alltägliche Aufgabe im Topmodel-Business zu meistern und an ihre Grenzen zu gehen. Sie sollte für ein atemberaubendes Shooting auf einem hungrigen Löwen reiten, durch einen brennenden Reifen springen. So etwas ganz Ähnliches hat Heidi auch schon mal gemacht, sagt sie. Nur war der Löwe ein Pony und den brennenden Reifen hat man auch weggelassen. Ansonsten aber die identische Szene. Wenn sie sich damals so angestellt hätte, wäre aus ihr kein Superstar geworden und sie würde heute noch in Bergisch Gladbach leben. Deswegen steht in Bergisch Gladbach ein Denkmal zu Ehren des Ponys. Tränen und lange Gesichter auch im ZDF. In der Kategorie Krieg international geht der Erste Weltkrieg leer aus, obwohl er doch als Vorreiter einer Idee gilt, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Ein Weltkrieg, klasse. Richtig viele Länder miteinander, gegeneinander. Luftkrieg, Seekrieg, bum bum, viele Tote, alles dabei. Abgeräumt hat aber der zweite Teil. Ein echter Kassenschlager, der das Publikum nicht nur 4, sondern sogar 6 Jahre lang für seine Sache begeistern konnte. Wann hat man das schon, dass die Fortsetzung erfolgreicher ist als das Original? Til Schweiger versucht das ja beharrlich. Die 2 Orküven zum Beispiel. Und wenn man den gesehen hat, fühlt man sich zumindest wie Dresden 45. Am Ende des Abends wird der Goldene Panzer noch in der Kategorie Newcomer verliehen. Der Preis geht an Russland und die Ukraine. Laudatorin Heidi Klum begründet die Entscheidung damit, dass die Shootings echt atemberaubend sind und Russland seine Grenzen immer wieder neu definiert. Germany's Next Topmodel befindet sich derweil auf einem guten Weg, das nächste Mal selbst beim Goldenen Panzer berücksichtigt zu werden. Nur von dem Konzept mit den vermeintlich schönen Frauen unter 18 müsste man sich verabschieden und dafür den Drill bei der Kinderarbeit forcieren. Vielleicht schaffen wir es dann, Waffen- und Kinderexporte auf eine Stufe zu stellen. Wir könnten drittgrößter Kinderexporteur der Welt werden, ist doch klasse. Die Nachfrage nach Smartphones steigt. Wir exportieren fleißige kleine Hände nach China, um die Produktion zu beschleunigen. Der neue Adidas-Schuh wird in Bangladesch zusammengeklebt. Wir sorgen dafür, dass auf dem Produkt Made by Germans stehen kann. Ist es moralisch verwerflich, Kinder zu exportieren, nur weil es gut ist für unsere Wirtschaft? Aber nein, wenn wir die Kinder nicht exportieren, dann machen andere Kinder den Job. Damit ist auch keinem geholfen. Und wenn in Deutschland über 300.000 Arbeitsplätze an diesen Exporten hängen, dann kann man das nicht einfach so einstellen. Man kann versuchen, das zu reduzieren und kontrollieren, dass die Kinder nicht in falsche Hände geraten. Aber sich komplett aus dem Kinderhandel zurückziehen,
Das ist dann natürlich nicht mehr möglich. So ein bisschen Stimmungskiller, ne? Aber so funktioniert die Rechtfertigung von Waffenexporten. Es ist gut für unsere Wirtschaft, da hängen Arbeitsplätze dran und wenn wir es nicht tun, dann machen es andere. Ich glaube, mit dieser Einstellung wird der goldene Panzer für die beste Nachwuchsarbeit sehr bald an uns gehen. Atemberaubende Aussichten. Dankeschön.